Ja, mein Name ist Sepp Kellerer. Ich komme aus Aich. Das ist ein kleiner Ort, der mittlerweile zur Stadt Fürstenfeldbruck gehört. Bin 1946 geboren, habe dann 1970 den landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern übernommen und war dann damals schon immer sehr politisch interessiert. Ich bin Vorsitzender einer Landjugendorganisation gewesen und bin dann schon 1972 in den Kreistag gewählt worden, war jetzt 48 Jahre Mitglied des Kreistages und war auch lange Jahre Referent für den westlichen Landkreis, sodass mir die Probleme und die Möglichkeiten im westlichen Landkreis sehr vertraut waren. Und bin dann 1990 stellvertretender Landrat gewesen für 6 Jahre und von 1996 bis 2014 Oberbürgermeister der Stadt Fürstenfeldbruck. Die Landwirtschaft war für mich ganz ein wichtiger Punkt, eine Erdung gewissermaßen. Ich habe dann auch den Landwirtschaftsmeister gemacht und habe mich sehr für die bäuerliche Landwirtschaft viele Jahre eingesetzt, die mittlerweile allerdings wohl den Bach runtergeht. Herr Kellerer, man kann Sie guten Gewissens als Entdecker des Jeckshofes bezeichnen. Wie sind Sie denn auf die Einöde in der Nähe von Schöngeising überhaupt aufmerksam geworden? Ja, das sind jetzt heuer, im Frühjahr waren es 40 Jahre, dass der Besitzer, Christian Christner, der den Jeckshof dann geerbt hat 1980, bei uns am Bauernhof immer die Milch abgeholt hat und dann zu der damaligen Zeit hatten wir keinen Milchviehbestand mehr und Christian kam zu mir und sagt, du, ich habe jetzt den Jeckshof geerbt und ich würde den Betrieb gerne fortführen dort hinten, entweder mit der Schweinemast oder mit der Pensionpferdehaltung und ja, ich möchte ein neues Haus bauen. Und nachdem ich da Referent für den westlichen Landkreis war, also in vielen Baufragen von der Bevölkerung dann auch angesprochen wurde, um sie zu unterstützen oder eine Lösung herbeizuführen, habe ich dann zum Christian gesagt, du Christian, ich kenne den Jeckshof nicht, schauen wir uns doch das gemeinsam einmal an. Und dann sind wir hintergefahren, wie gesagt, ich kannte im Landkreis so ziemlich jeden Ort und jeden Weiler. Und dann fahrt man hinter durch Schöngeising und Richtung Mauern und dann geht es links weg und nach 500 Meter tut sich eine Lichtung auf und da liegt der Jeckshof drin. Da war ich momentan richtig perplex. Mensch, da liegt ein schönes Gehöft und du kennst es nicht. Ja, und dann haben wir das angeschaut und mich hat halt das wahnsinnig fasziniert. Da war früher noch die frühere Magd, die Geigerresel, die hat da noch gewohnt drin. Und die hat alles so picobello hinterlassen und die Schuhe aufgerichtet, also Schuhe, die noch genagelt waren. Und dann die Küche. Ich bin ja selber in einem alten Bauernhaus groß geworden, das wir allerdings dann abgerissen haben. Und dann frage ich den Christian, Mensch Christian, so ein tolles altes Bauernhaus. Kann man das nicht irgendwie versuchen zu retten? Und der Christa war eigentlich ein Mensch, der immer für alles zugänglich war, der uns wahnsinnig auch in den späteren Jahren immer wieder unterstützt hat. Und der Christa hat gesagt, ja, wenn ich an anderer Stelle ein Haus genehmigt kriege, dann kann man sich das durchaus vorstellen, dass ich das dann zur Verfügung stelle. Ich muss dazu sagen, das Haus war ja nicht unter Denkmalschutz gestanden. Er hätte es also jederzeit abreißen können. Und der Betrieb ist von der Größe her, wenn er den fortführt, ein Vollerwerbsbetrieb, sodass er also ein privilegiertes Bauen dort möglich war. Aber zu der Zeit, als Sie da hingekommen sind, war kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr funktionsfähig. Das ist richtig. Aber wie kam es, dass Sie sich in einer Zeit, wo eben alte Bauernhäuser abgerissen worden sind und wo man gesagt hat, das alte Graffel kehrt ja alles weg, dass Sie da jetzt dann sich so interessiert haben für den Jeckshof und für den Erhalt? Ja, vielleicht war es ein schlechtes Gewissen, weil wir das eigene Haus weggerissen haben. Und ich habe mich da einfach wiedergefunden. Der große Herd, die Bauernstube mit dem Kachelofen
Und viele haben mir dann den Hof noch gezeigt, viele landwirtschaftliche Geräte waren da. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe bei mir am Hof auch diese alten Gerätschaften eigentlich nicht weggeschmissen. Ich habe es eigentlich schon versucht, soweit es geht, zu halten. Wir haben ja eine Ausstellung am Jexhof gehabt mit unserer Chaisen, mit dem Doktorwagerl. Ich habe ein Geihwagerl, ich habe noch einen Schlitten für die Pferde. Wir haben viele Jahre sehr viele Pferde am Hof gehabt. Ich habe dann selber auch noch mal ein Pferd hergetan für meine Kinder, die allerdings dann kein Interesse hatten. Also es war ein gewisses Nostalgiedenken, wo man gedacht hat, Mensch, das bräuchte der Nachwelt erhalten. In welchem Zustand waren die Gebäude damals? Ja, das Wohnhaus war in dem Zustand, wie wir es heute vorfinden. Wir haben dann ja als Förderverein angefangen, großartig und großzügig zu unterstützen. Wir haben selber den Putz abgeschlagen und habe dann auch eine Firma gefunden, die die Kosten des Verputzes dem Wohnhaus übernommen hat. Wir haben dann das Backhaus auch hergerichtet, weil das war immer so der erste Punkt für mich, dass wir Brot backen können. Mit Brot backen haben wir unheimlich die Leute bewegen können. Als wir da 20 Leute Brot rausgeholt haben, und beim ersten Herbstfest 83, die versteigert haben, da war so eine richtige Euphorie da, dass der Backofen wieder geht und dass man da Brot backen kann. Und drüben der Kuhstall, das war in einem eher schlechten Zustand. Da ist viel Gerümpel drin gewesen und wie gesagt, die Geräte waren dann wieder in einem Bereich, wo es einigermaßen geschützt waren. Aber der Bereich war dann eher in einem schlechten Zustand, wobei die Außenhaut für meine Begriffe gut war. Sie haben jetzt schon den Förderverein erwähnt. Und das ist ja schon ein Schritt weiter jetzt. Wenn wir nochmal zurückspringen zu der Situation, Sie sprechen mit dem Christian Christner. Und wie ging es denn von da aus dann historisch weiter? Ja, das schildere ich gerne, weil das ja eigentlich so eine Geschichte war, wo man gedacht hat, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt weiter betreiben soll. Als ich das Haus gesehen habe, dann war so mein erster Punkt, wie können wir das Haus retten? Nachdem ich im Landkreis ja ein paar Jahre vorher das Freibad in Mammendorf schon beantragt habe und da immer wieder diese Kosten eine große Rolle gespielt haben, habe ich mir gar nicht getraut, zunächst zum Landrat zu gehen, sondern war der Meinung, ich könnte mal vielleicht bei der Sparkasse fragen, ob die nicht da bereit wären, einen gewissen Obolus zur Verfügung zu stellen, damit wir das Haus erhalten und Kindern hauptsächlich und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Herr Weigl, ein großer Freund und Förderer von mir, Sparkassenvorstand, hat dann gesagt, also das ist für uns zu groß, das können wir uns nicht leisten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also jetzt muss ich doch zum Landrat gehen. Bin dann zum Landrat, Gottfried Grimm, der zunächst, naja, das ist natürlich schon eine schwierige Kiste, aber wir laden einmal den Kreisausschuss ein und schauen uns das Ganze an. Da war ich natürlich voller Euphorie, habe mir gedacht, oh toll, ja, kommt der Kreisausschuss raus und schaut sich das an. Und es war dann noch der Dr. Keim von der Glendleiten dabei und der Dr. Kreilinger von den nichtstaatlichen Museen. Und als sich die Herrschaften das Haus dann angeschaut haben, ich kann mich noch so gut erinnern, das liegt mir heute noch, ist mir das im Kopf und ich weiß noch genau an dem Punkt, wo wir gestanden sind, da ist ein spöttisches Lächeln aufgekommen von den Herrschaften, auch von meinen eigenen Parteifreunden. Und haben gesagt, was willst du denn mit dem alten Klump da? Also, wenn wir für vieles ein Geld haben, aber für sowas haben wir kein Geld zur Verfügung. Und das war natürlich für mich so ein richtiger Niederschlag. Und der Dr. Keim von der Glendleiten hat dann auch noch seine Bedenken geäußert, weil Glendleiten war noch nicht allzu lange vorher in Betrieb genommen worden, dass da jetzt schon irgendwo in den Orten draußen losgeht oder in den Landkreisen, dass die ihre eigenen Museen aufbauen, das hat ihm nicht ins Konzept gepasst. Der Dr. Kreilinger konnte sich das durchaus vorstellen und auch der Dr. Kühlenthal vom Landesamt für Denkmalpflege, der hat dann ein bisschen später einen sehr wohlwollenden Brief geschrieben. Und aber zunächst bin ich da gestanden, Kreisausschuss lehnt es ab, geht eigentlich nichts weiter.
dann war meine Idee, bin wieder zur Sparkasse und habe gesagt, Mensch, könnten wir nicht einmal, Sparkasse wird 1983 100 Jahre, wir könnten euch einmal eine tolle Ausstellung präsentieren, Landwirtschaft im Wandel der Zeit. Das war so mein Gedankengang, dass man die mal das ein bisschen darstellt, wie war Landwirtschaft früher und wie wird sie heute untermauert mit Vorträgen. Die Landfrauen haben dann eine Woche Aktionen gemacht, Schmalznudeln gebacken, die Molkereien, wir haben ja damals noch 3 Molkereien im Landkreis gehabt, haben uns unterstützt. Also die ganzen landwirtschaftlichen Organisationen haben da mitgemacht. Und wir konnten dann vom Jexow aus viele Stücke, ein großes Inventar in die Sparkasse befördern. Der damalige Kreisheimatpfleger Wolfgang Völk hat mich unheimlich unterstützt und war ganz begeistert. Wir haben also da Bauernstuben hergebracht und also die Ausstellung ist dann ganz toll angenommen worden. Und gleichzeitig hat dann der Landrat zu mir gesagt, wir müssen da auch einen Verein gründen. Also die Ausstellung war dann, das musste ja vorbereitet werden, im Herbst 82. Die Ausstellung war dann vom Januar 83 bis zum März 83. Und im Januar 83, am 21. Januar, wurde dann der Verein gegründet mit 41 Gründungsmitgliedern. Und ich bin dann als Vorstand gewählt worden. Und das erste Fest, dann kann ich das Thema soweit einmal abschließen. Das erste Fest war das Herbstfest 83, wie gesagt, mit dem Brotbacken. Und das hat so toll eingeschlagen, dass eigentlich die Stimmung dann ins Positive gekippt ist. Also dann war im Hinterkopf für diese Landwirtschaftsausstellung schon die Idee, dass Sie damit den Förderverein oder überhaupt den Jexhof vorwärts bringen können. Genau, das war eigentlich meine Idee, nachdem scheinbar dort irgendwo ja, das Bewusstsein nicht mehr so da ist, wie das einmal früher ausgeschaut hat und wir dann, also wirklich der Großteil des Inventars war vom Jexow gewesen. Die Sparkasse hat uns wahnsinnig unterstützt, ihre Autos und Lieferwagen zur Verfügung gestellt und wir haben das also, glaube ich, für meine Begriffe, das kann man ja heute in den Presseartikeln noch nachschauen, eine große Begeisterung, 10.000 Personen haben die Ausstellung besucht und es ist dann einfach das rübergeschwappt. Ist es so, dass die Begeisterung der Bevölkerung sich dann auf den Kreisausschuss ausgewirkt hat, auf den Kreistag? Erst dann nach 83, nach Vereinsgründung und dem ersten Herbstfest, erst dann ist eigentlich das im Kreistag positiver gesehen worden. Da kam dann ein Antrag von mir und von dem Hans Hartl, der mein politischer Freund war. Und wir haben gesagt, wir müssen also jetzt das, möchten das beantragen. Und dann ist eigentlich die Schiene auf die Schiene gesetzt worden und dann ist das eigentlich relativ gut gelaufen, besonders in der städtischen Bevölkerung, während im ländlichen Bereich ich zunehmend Probleme gekriegt habe. Also inwiefern, weil es ist ja nicht zu erwarten, dass, nachdem Sie ja ein bäuerliches Thema spielen ja, oder halt in den Fokus nehmen, dann müssen wir eigentlich annehmen, die Bauern stehen genau hinter Ihnen. Ja, das war nur teilweise so. Wie gesagt, die Landfrauen haben mich immer unterstützt, da war das kein Problem, aber auf der bäuerlichen Seite von vielen Berufskollegen ist dann gesagt worden, also was will er jetzt mit diesem alten Greffel? Wir haben ja durch eine Landwirtschaft ganz andere Vorstellungen als diese Nostalgie. War für mich eine ganz schwierige Situation gewesen, weil ich ja selber auch in vielen landwirtschaftlichen Gremien dabei war, Bauernverband, Maschinenring. Und ich habe das dann schon gemerkt, dass da am Anfang eigentlich die Resonanz nicht sehr groß war. Konnten Sie die irgendwie überzeugen? Oder? Ja, das ist dann nach und nach gelungen. Wir haben dann, glaube ich, war schon 84 oder 85 der Grüne Kreis. Das war die Organisation von der Landjugend, von der ich vorhin gesprochen habe, wo ich auch Vorsitzender war, 5 Jahre. Die haben dann ihr 20-Jähriges auf dem Jexow gefeiert und ja, und dann durch die Bäuerinnen sind auch wieder ihre Männer mit auf den Hof gekommen. Und das Feld, die wir dann mit einbezogen haben bei den Veranstaltungen, das ist dann immer größer worden. Und die Resonanz war natürlich unglaublich und mit der Zeit hat sich das dann schon verändert, wobei immer ein paar dabei waren, die das nicht verstanden haben. Welche Ziele hatte der Förderverein?
Ja, der Förderverein diente dazu, zunächst einmal den Bestandswahrung mitzuhelfen, auch finanziell uns zu unterstützen, dann den Denkmalschutzgedanken ein bisschen stärker wieder zu befördern und natürlich das bäuerliche Brauchtum ein bisschen darzustellen. Hier auf dem Hof war da die beste Möglichkeit überhaupt. Also der Begriff Museum war noch gar nicht so in der Diskussion. Es kam eher der Begriff Begegnungsstätte damals auf, oder? Richtig. Also den Begriff des Museums, den hat man sich am Anfang gar nicht so richtig zu sagen getraut, weil ja, man wusste, was da wieder an Geldern notwendig sind. Und als der Herr C. dann dazugestoßen wurde, hat der Herr Grimm gesagt, er soll sich um den Jexhof auch ganz besonders annehmen. Und das hat er auch wörtlich so genommen und hat sich echt unheimlich engagiert und ist dann mit diesem Museumsgedanken gekommen, den Kuhstall umzubauen mit einem kleinen Museumsstüberl und dann entsprechend das Personell aufzuwerten und auszuweiten. Das Museum hat ja jetzt heuer 35-jähriges Jubiläum, ist also 1987 gegründet worden. Wie waren Sie da bei den Geburtswehen dabei? Wir waren eigentlich immer mit involviert und waren eingebunden, weil wir wirklich aufgrund der guten Veranstaltungen finanziell uns mit beteiligen konnten. Und es hat zwar einmal am Anfang Probleme gegeben mit dem Herrn C., weil wir eben diese Begegnungsstätte ein bisschen zu wörtlich genommen haben und in der Küche zum Beispiel Schmalznudeln gebacken haben oder Adventssingen in der Stube drin war. Und na gut, da ist halt einmal das eine oder andere vorgekommen, dass eine Tasse kaputt war. Und der Herr C. war da sehr restriktiv und war dann der Meinung, das geht so nicht. Wenn es ein Museum wird, dann brauchen wir hier entsprechende Voraussetzungen und dann muss auch dieses Inventar so geschützt werden, dass hier kein größerer Schaden angerichtet wird. Und hat sich halt dann immer mehr die Überzeugung herausgestellt, dass mit dem Museum eigentlich der richtige Schritt getan wird, um das, was der Verein will, zu erhalten und das andere auch museal das voranzubringen und die Leute dafür zu begeistern. Aber diese Schwerpunktsetzung, was ja in dem Begriff Begegnungsstätte drinsteckt, also dass man mit den Menschen in Kontakt kommt, diese Schwerpunktsetzung, die kommt ja von Ihnen und die kennzeichnet den Jexhof ja heute auch noch. Sind Sie damit zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, was daraus geworden ist, weil wenn man sich vorstellt, damals waren die Prognosen, naja, wenn das einmal jeder gesehen hat, dann reicht es einmal, höchstens zweimal. Und das war halt der Vorteil von uns auch damals, dass wir mit 4 oder 5 Veranstaltungen im Jahr die Massen hergebracht haben, dass wir sie entsprechend bäuerliches Brauchtum rüberbringen konnten. Und das ist ja dann später ausgeweitet worden, wenn man sieht, was heute auf dem Jexhof stattfindet. Die Mitgliederzahl ist ja bei über 600 und die Veranstaltungen, es gibt ja so eine große Fülle von Veranstaltungen, dass ich also nur staunen kann und voll begeistert bin über das, was am Jexhof draußen passiert. Und vor allen Dingen, man ist ja nicht stehen geblieben. Man hat eigentlich das aufgenommen, was in der Bevölkerung auch vor sich geht. Und wenn man sich nicht mit der Zeit geht, dann ist halt irgendwann der Punkt, wo das nicht mehr richtig funktioniert. Also ich denke, dass das über die Jahre hin hervorragend auch von den jeweiligen Museumsleitern weitergetragen wurde und bis heute für mich wirklich eine Sensation ist. Haben Sie denn eine Vision oder einen Wunsch für die Zukunft? Wo könnte der Jexhof in 10 Jahren stehen? Also man soll es nicht überspannen. Ich denke mal, so wie es jetzt läuft, ist das wirklich gut und ich habe jetzt da gar keinen besonderen Wunsch. Aber ich darf vielleicht noch mal ein bisschen reflektieren. Der Gedanke, den Denkmalschutz hier wieder ein bisschen zu favorisieren, zu priorisieren, dass man den Leuten auch zeigen kann, dass das Alte nicht nur ein Graffel sein kann, sondern dass es auch
durchaus zu den modernen Überlegungen der Menschheit zählen kann, dass wir also den Denkmalschutzgedanken hier im Landkreis ein bisschen stärker verankern konnten. Das konnte ich damals selber noch sehr stark miterleben, den 6 Jahren als stellvertretender Landrat, wo ich immer wieder dann das begleiten konnte, dass wir Objekte besucht haben, wo die Mitglieder des Bildungsausschusses auch zum Teil gewankt haben, macht das einen Sinn? Und die Gebäude, da war ich immer sehr starker Befürworter, das zu erhalten. Und die Gebäude, wenn man heute anschaut, kann man nur sagen, es ist eigentlich gelungen. Das zeichnet Sie ja aus, dass Sie Dinge in die Hand nehmen. Also Sie sind ein Macher, Herr Kellerer. Sie haben 2018 die Denkmalschutzmedaille verliehen bekommen. Das ist sicher auch im Zusammenhang mit dem Jeckshof passiert, oder? Das ist richtig. Der Jeckshof war natürlich das Produkt, das mir dann sehr lange, sehr viel auch auf meiner politischen Ebene mit beigetragen hat, dass ich das dann so weit geschafft habe. Und als ich dann Oberbürgermeister war, ist ja das Kloster, der Bereich Fürstenfeld von einem Vorvorgänger gekauft worden. Aber es ist eigentlich nie richtig in die Phase gekommen, das umzusetzen, weil immer wieder Kosten zu hoch waren und so weiter. Und da war mein zweiter Schwerpunkt dann, das Fürstenfeld zu erhalten, zu einem Veranstaltungsforum auszubauen. Das war eine wahnsinnige Aufgabe. Und dass das dann auch letztlich gelungen ist, war vielleicht ein glückliches Zeitfenster, aber es war natürlich auch mein Fokus, nicht nachzugeben und möglichst schnell das auf die Reihe zu bringen, weil je länger man das diskutiert, umso mehr Zweifler kommen. Also ist es dann auch gelungen und hat dazu geführt, dass ich für die Denkmalschutzmedaille vorgeschlagen wurde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Naja, wenn man so dann zurückblickt auf, jetzt, Sie sagen 40 Jahre, und man sieht, wie sich das Kind entwickelt hat, das ist doch auch ein sehr schönes Gefühl, oder? Das ist, vorhin schon gesagt, das ist für mich also wirklich eine große Freude, denn ich kann mich noch gut erinnern, wie viele Bedenken waren, als wir dann einmal 200 Mitglieder im Verein hatten. Naja, gut. Jetzt wird es noch vielleicht ein paar Jahre gehen und dann wird der Verein wahrscheinlich nicht mehr weiter existieren. Dass der Jeckhofer so eine Bedeutung erlangt hat, dass er in unserem armen Landkreis etwas Historisches bewahrt wurde, dass ein Ausflugsziel geworden ist, dass sich die Leute draußen treffen und freuen sich an der Idylle, in dem Bereich, man kann spazieren gehen ins Wildmoos, man kann in den Wäldern rumgehen. Also ich bin wirklich glücklich, dass das so rausgegangen ist und nicht so wie diejenigen, die gedacht haben, es wird nicht lange dauern. Vielen Dank dafür, dass Sie den Jeckshof entdeckt haben und vielen Dank fürs Interview. Bedanke mich auch.